in dieser Folge aus Braunschweig. Wir zeigen Ihnen einige Sehenswürdigkeiten der Stadt, besuchen die Quadriga auf dem Residenzschloss und zeigen Ihnen das Schloss Richmond. Außerdem noch der Braunschweiger Dom St. Blasi, der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg und der Binnenhafen Braunschweig. Willkommen zur 15. Folge von Unterwegs in Niedersachsen. Diesmal zeigen wir Ihnen die Löwenstadt Braunschweig. Aber zunächst gehen wir einfach mal der Frage auf den Grund, warum die Stadt eigentlich als Löwenstadt betitelt wird. Braunschweig gab es bereits seit dem frühen 9. Jahrhundert. 1142 wurde der Herrscher der Stadt Braunschweig der Herzog von Sachsen und Bayern. Dieser Herrscher nannte sich Heinrich der Löwe. Unter seinem Einfluss entwickelte sich Braunschweig zu einer mächtigen Stadt, die er zu seiner Residenz ausbaute. Heinrich wählte den Löwen zu seinem Wappentier und ließ dessen bronzenes Abbild um 1166 vor dem Dom auf dem Burgplatz aufstellen. Seitdem ist der Braunschweiger Löwe das Wahrzeichen und Wappentier der Stadt. In unserem ersten Beitrag zeigen wir Ihnen noch ein paar Spuren Heinrich des Löwen und natürlich weiteres aus der Stadt Braunschweig. Die 250.000 Einwohner große Stadt Braunschweig liegt im Südosten Niedersachsens. Sie ist nach Hannover die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes. Braunschweigs Ursprünge gehen bis in das frühe 9. Jahrhundert zurück. Insbesondere durch Heinrich den Löwen entwickelte sich die Stadt schnell zu einer mächtigen und einflussreichen Handelsmetropole. Viele alte Häuser sind in Braunschweig zu sehen. Innerhalb der Innenstadt gibt es 5 sogenannte Traditionsinseln. So befinden wir uns hier in der Traditionsinsel, die den Burgplatz mit dem Wahrzeichen, dem Braunschweiger Löwen, umfasst. Ebenfalls zu sehen ist hier die Burg Dankwarderode, die 1134 erstmals erwähnt wurde. Der Dom, das Braunschweigische Landesmuseum sowie das Huneborstelsche Haus und das Feldheimsche Haus. Südwestlich hinter dem Dom liegen die Stiftsherrenhäuser aus dem 15. Jahrhundert. Fast am Ortsausgang von Braunschweig, auf dem sogenannten Zuckerberg, befindet sich das Schloss Richmond, welches 1768 nach Plänen englischer Architekten gebaut wurde. Hierzu gehört auch der Schlosspark. Die wunderbare Lage oberhalb der Oker erinnerte die Erbauerin, Prinzessin Augusta, an ihre Heimat Richmond-upon-Thames in England, daher auch der Name. Heute gehört das Schloss der Stadt Braunschweig und kann für Veranstaltungen und Hochzeiten gemietet werden. Im Zentrum vor dem Theater befindet sich der Cimiotti-Brunnen, ein Kunstwerk des renommierten Braunschweiger Bildhauers Emil Cimiotti. Genauso beeindruckend wie der Brunnen ist auch das Staatstheater, welches Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut wurde. Unter anderem fanden in Braunschweig die Uraufführungen von Lessings Emilia Galotti 1772 und Goethes Faust 1829 statt. Unter dem Namen Schlossarkaden kennt man in Braunschweig ein großes Einkaufszentrum mit ca. 150 Geschäften und Gaststätten. Der Name kommt daher, da ein Teil der Fassade das Braunschweiger Residenzschloss ist, welches im Jahre 2007 in ursprünglicher Größe und am historischen Platz mit mehr als 600 Originalteilen rekonstruiert wurde.
Wie bei dem historischen Schloss steht auf dem Dach eine Wagenlenkergruppe, die größte Quadriga Europas. Hier befindet sich auch eine Aussichtsplattform, die für 2 Euro pro Person besucht werden kann. Von hier aus hat man einen wundervollen Ausblick auf die Stadt Braunschweig. Nicht weit entfernt vom Braunschweiger Residenzschloss liegt das Happy Ritzy Haus. Es wurde vom international bekannten New Yorker Künstler James Ritzy gestaltet. Der Bau wird heute als Bürogebäude genutzt und ist daher nicht öffentlich zugänglich. Nun befinden wir uns in der nächsten Traditionsinsel. Rund um die Kirche St. Magni befindet sich das sogenannte Magni-Viertel. Hier trifft man auf Häuser, die zum Teil im 16. Jahrhundert erbaut wurden. Auch heute kann man manchmal den Eindruck gewinnen, als sei die Zeit hier stehen geblieben. Gerade die kleinen Gassen mit den Fachwerkhäusern verleihen dem Viertel einen gewissen alten Charme. So steht Neu und Alt in Braunschweig in einem engen Kontrast zueinander. Zum Beispiel sehen Sie nun die Volkswagenhalle in Braunschweig, die am 20.09.2000 eröffnet wurde. Sie dient als Veranstaltungshalle für Sportveranstaltungen, Konzerte, TV-Produktionen und Kongresse. Verkehrstechnisch ist Braunschweig hervorragend angebunden. Inmitten der Stadt befindet sich der 1960 eröffnete Hauptbahnhof. Direkt vor dem Bahnhof befindet sich eine große Haltestelle für den öffentlichen Personennahverkehr, der unter anderem mit Straßenbahnen und Bussen durchgeführt wird. Zum Abschluss besuchen wir noch das Ägidienviertel rund um die Ägidienkirche. In diesem historischen Viertel sehen wir neben der Kirche noch das Geburtshaus des Komponisten Louis Spohr sowie das langjährige Wohnhaus des Dramatikers Johann Anton Leisewitz. Interessante Geschichten gibt es vom Braunschweiger Dom zu erzählen. Immer wieder war der 1188 erbaute Dom Schauplatz historischer Ereignisse. So wurde zum Beispiel 1195 Heinrich der Löwe neben seiner Frau Mathilde von England im Dom beigesetzt. Noch heute befindet sich das Grabmal der beiden im Hause. Im folgenden Beitrag werden wir Ihnen den Braunschweiger Dom nun ein wenig genauer zeigen. Die bedeutendste Kirche in Braunschweig ist der Braunschweiger Dom. Er wurde 1173 von Heinrich dem Löwen gestiftet. Knapp 20 Jahre später starb Heinrich und wurde neben seiner Frau, die bereits 7 Jahre zuvor gestorben war, beigesetzt. Neben vielen alten Schätzen, die in dem Gebäude zu sehen sind,
befinden sich hier auch diverse Deckenmalereien, die zum Teil zwischen 1230 und 1250 aufgetragen wurden. Unter der Kirche, in der sogenannten Krypta, befindet sich das Grabmal Heinrich des Löwen sowie seiner Frau Mathilde von England. Neben den beiden eben genannten sind hier auch Särge der Welfen von Braunschweig vom 17. bis 19. Jahrhundert zu finden. Mehrere interessante historische Geschichten gibt es um den Dom, sowie zum Herzog von Sachsen, Heinrich dem Löwen. Nicht jede Stadt kann einen Verkehrsflughafen ihr eigen nennen. Aber Braunschweig kann dieses. 8 Kilometer nördlich vom Stadtzentrum, direkt an der Autobahn A2 gelegen, befindet sich dieser Flughafen. Allerdings fliegen im normalen Linienverkehr nicht viele Flugzeuge vom 1936 eröffneten Airport ab. Vielmehr wird der Flughafen durch die im 24 Kilometer entfernten Wolfsburg gelegene Volkswagen-Gruppe genutzt. So hat Volkswagen den Vorteil, dass sie ihre geschäftlichen Flüge nicht komplett über Hannover abwickeln muss. Sehen Sie nun in unserem dritten Beitrag einen kleinen Einblick zum Flughafen Braunschweig-Wolfsburg. Das, was hier einem Parkplatz von Skoda oder Volkswagen ähnelt, ist in Wirklichkeit der Parkplatz des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg. Der Flughafen ist als Verkehrsflughafen klassifiziert und ist für die Volkswagen Air Service der Heimatflughafen. Neben Flügen der Volkswagen-Gruppe kann man hier auch mit Sportflugzeugen starten und landen. Möglichkeiten zum Segelfliegen und zum Fallschirmspringen stehen ebenfalls zur Verfügung. Außerdem sind hier Forschungsflugzeuge des DLR sowie der TU Braunschweig stationiert. Wer sich für Flugzeuge interessiert, der kann sich auf der kostenlos zu besuchenden Besucherterrasse einen Eindruck vom Treiben auf dem Gelände verschaffen. Neben dem Flughafen gibt es in Braunschweig auch noch einen eigenen Binnenhafen. Dieser liegt direkt am Mittellandkanal. Neben Mineralöl, Recyclingprodukte und Baustoffen wird hier hauptsächlich Getreide umgeschlagen. Im Jahre 2010 konnte somit ein Schiffsumschlag von über 623.000 Tonnen erzielt werden.
Leider sind wir nun wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Wir hoffen, der Einblick in die Stadt Braunschweig hat Ihnen gefallen. Falls Sie mehr Folgen von uns sehen wollen, so abonnieren Sie einfach unseren YouTube-Kanal. Auf unserer Facebook-Seite können Sie sich aktuell informieren, welche Orte wir als nächstes zeigen werden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.